Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Wir haben heute vor, ein Zwiebelfleisch zu machen, beziehungsweise nicht wir, Jacob macht das heute. Und dazu gibt es einen wunderschönen Kartoffelstampf. Lasst euch überraschen, wie schnell und einfach das geht. Dann wollen wir beginnen. In all I feel is blue. So, meine Lieben, wir haben wieder ein bisschen was vorbereitet. Und zwar haben wir hier vorne schon mal ein bisschen Knoblauch liegen, Lorbeerblätter, Rinderbrühe. Da hinten war meine Frau schon ganz fleißig und hat Zwiebeln klein geschnitten. Und da haben wir ein bisschen Jungbullengulasch. Pfeffer und Salz haben wir hier auch schon am Start. Und sonst haben wir schon ein bisschen Kartoffeln und ein bisschen Möhren für einen Kartoffelstampf vorbereitet. Also Jacob hat jetzt gerade ein bisschen Öl in den Topf getan und tut jetzt gleich das Jungbullengulasch hinein, um es halt mal ein bisschen anzubraten. Genau. Brate ich ein bisschen braun. Wenn das Fleisch wie jetzt schön Röstaromen hat, kann man die Zwiebeln hinzufügen. Jetzt kommen die Zwiebeln. Und die müssen halt schön andünsten, ne? Genau. So, jetzt waren die Zwiebeln eben schön glasig. Da haben wir einfach schon mal die Brühe dazu getan. Das Ganze muss jetzt ungefähr 50 Minuten vor sich hin köcheln. Und dann checken wir mal das Fleisch, ob das dann schon mal gar ist. Dieser Jungbulle ist ja immer ein ziemlich festes Fleisch und braucht immer einen Augenblick länger. Aber wir warten mal. So, dann ist das jetzt da schön am Köcheln. Und jetzt tun wir eben noch schnell den Lorbeer dazu. Super. Bisschen umrühren. Genau. So, aber jetzt muss das Ganze wirklich noch köcheln. So, jetzt sind eine Stunde 30 vergangen. Und wie man sieht, ist das alles schön sämig da drin. Die Zwiebeln sind schön verkocht. Das Fleisch ist super weich geworden. Das sieht jetzt richtig gut aus. Und jetzt machen wir nochmal eben schnell daraus unseren Kartoffelstampf. Das wird jetzt Jacob mal eben schnell machen. So Schatz, dann fangen wir an mit den Stampfkartoffeln. Okay, dann tue ich erstmal die Kartoffel rein. Ich habe die Kartoffeln schon gekocht. So. Und dann danach die Karotten rein. Hol dir mal eben schnell ein bisschen Milch. Warte mal. So Schatzi, dann mach da mal ein bisschen Milch rein. Genau. Und ein bisschen Butter. Ja, wollen wir ein bisschen Geschmack haben. Ja. Super. So, mache ich die Karotten rein. So, jetzt muss da noch ein bisschen Gewürz ran. Das ist ein bisschen gröber, als man es sonst so kennt, aber das finde ich völlig okay. Wir wollen ja auch ein bisschen was im Mund haben. Und dann jetzt mache ich mit ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Muskat. Und am Ende Salz. Ja, wunderbar. Klasse. So. Einfach, aber lecker. Genau.
jetzt unser Essen fertig. Wunderbar, dann wollen wir jetzt mal ein bisschen anrichten. Genau. Richte ich jetzt die Kartoffelstamm an. So. Und dann die Zwiebelfleisch. Das sieht doch genial aus. Sehr schön. So ihr Lieben, das war's dann für heute. Unser Zwiebelfleisch mit unseren Stampfkartoffeln ist fertig. Sollte euch das Video gefallen haben, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert uns, habt ihr Fragen oder Anregungen, schreibt sie uns unten in die Kommentare. Wir wünschen euch Tattoo und Frank noch einen schönen Tag. Tschüss.